Liebe Freundinnen und Freunde, im Jahr 1979 bat der amerikanische Physiologe Benjamin Libet seine Versuchspersonen um eine einfache Handlung. Sie sollten auf einen schnell laufenden Uhrzeiger schauen und zu einem beliebigen Zeitpunkt ihre Hand bewegen. Dabei zeichnete Libet ihre Gehirnaktivitäten auf. Nach dem Experiment wurden die Probanden gefragt, zu welchem Zeitpunkt sie sich bewusst für die Handbewegung entschieden hatten. Dabei stellte der Wissenschaftler fest, dass der Entschluss erst nach etwa 550 Millisekunden nach der neuronalen Aktivität im Gehirn gefallen war. Libet schlussfolgerte aus diesem Ergebnis, dass der Entschluss zu handeln von unbewussten Gehirnprozessen gefällt wird, bevor es als Absicht ins Bewusstsein dringt. Seither tobt ein Sturm in verschiedenen wissenschaftlichen Kreisen. Biologen, Psychologen und Philosophen stellen sich die Frage: Hat Benjamin Libet bewiesen, dass wir keine freie Wille besitzen? Die Frage ist nicht unbedeutend, sondern für die Gesellschaft erschütternd. Vor allem für unsere Begriffe von Schuld und Verantwortung. Wie soll man einen Verbrecher verurteilen, wenn er gar nicht anders konnte? Schrieb Tobias Hürter in der Zeitung Zeit am 11. Oktober 2011. Ach, religiös ist diese Frage großer Bedeutung. So sagt Moschee in unserer Parascha zum Volk: Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, etachayim vetatov, den Tod und das Böse, vetamavet vetara. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Ewigen, deinen Gott, liebest und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechte haltest, auf dass du leben mögest und gemehrt werdest. Ich nehme heute Himmel und Erde wieder euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, auf das du lebest, du und deine Same. Der Bibelkommentator Rabbi Nubachia ben Asher nennt die freie Wille Ikar Hagadol, der große Grundsatz der Religion. Denn würde Gott verordnen, dass ein Mensch auf richtig oder böse sein wird, wie kann er uns dann mittels seinen Propheten sich so oder so zu benehmen? Ja, also, wie kann er uns zurechtweisen für unser Benehmen, wenn das vorher gesagt wurde, wenn unser Verhalten nicht aus unseren freien Entscheidungen folgen, sondern göttlich vorgesehen sind? In Wahrheit beweist das Experiment von Libet nicht, was daraus behauptet wird. Das Experiment besagt nicht, dass unsere Denkmuster und Überlegungen für unsere Entscheidungen unbedeutend sind. Nein, Libet zeigt nur, dass manche Entscheidungen so gut internalisiert wurden, dass sie bereits Instinkt wurden und unterbewusst genommen werden. Wie zum Beispiel unsere Reaktionen beim Autofahren. Würden wir beim Autofahren bewusst, also jede Bremsreaktion bewusst nehmen müssen, Gott behüte, wie viele Unfälle wir bauen würden. Und wenn eine moralische Entscheidung libetisiert und so zu einer instinktiven Reaktion umgewandelt wird, dann ist das dennoch keine Untergräbung unserer wirklichen Existenz, der wirklichen Existenz der freien Wille, sondern besagt die sehr religiöse Gedanke, dass unsere freie Wille nicht von unseren früheren Erfahrungen losgekuppelt, sondern von ihnen beeinflusst wird, sodass viele unserer Entscheidungen mit der Zeit unterbewusst genommen werden. Klarer gesagt, der Grund, dass wir einander nicht spontan umbringen oder bestehlen, ist nicht, weil wir fortdauernd, oder wenigstens, wenn wir das Messer zum Essen in der Hand nehmen, entscheiden, nicht zu morden, sondern weil wir unsere moralischen Instinkte jahrelang gepflegt haben, sodass viele moralische Handlungen zu einer zweiten Natur geworden sind. Damit bestätigt Libet, was jüdische Lehrer seit Jahrhunderten und Jahrtausenden lehren, nämlich, dass die richtigen Lebensentscheidungen nicht bis zur 12. Stunde überlassen werden können, sondern mit einem Leben der dauernden Auseinandersetzung und der Einschärfung moralischer und religiöser Prinzipien fortdauernd vorbereitet werden. Wir fangen jung an zu lernen, lernen das ganze Leben und setzen das Gelernte um. Die zahlreichen Sündenbekenntnisse an Yom Kippur sind damit auch Zeugnisse unseres Commitment zur wohl ausgeübten freien Wille. Shabbat Shalom.